Hast du das Gefühl, dass du immer so müde bist, so abgeschlagen tagsüber? Dass du manchmal das Gefühl hast, du musst dich hinlegen oder du bist nicht ganz da? Es hat einen ganz bestimmten Grund, warum das so ist. Und in diesem Video erfährst du Näheres dazu. Ich erfahre von so vielen Menschen, die mir schreiben, Jacqueline, ich fühle mich teilweise so müde tagsüber. Ich wache in der Früh auf und da beginnt es schon, dass ich irgendwie mich so abgeschlagen fühle. Woher kommt das? Was kann ich dagegen tun? Ich möchte dir hier Hilfe geben und vor allem möchte ich dir sagen, woran das liegen kann und was du dagegen unternehmen kannst. Weil alles hat eine Ursache. Nichts passiert einfach so. Und das Universum schickt dir verschiedene Situationen in deinem Leben, damit du Veränderungen machst. Nicht damit irgendetwas gegen dich ist, sondern immer für dich ist. Hast du es noch nicht getan, bitte trag dich in meinen YouTube-Kanal ein. Da bekommst du immer wahnsinnig viel Inspiration. Aktiviere das Klingelzeichen und vor allem trag dich hier unten in meinen Newsletter ein. Da bekommst du eine kostenlose Meditation zur Aktivierung deiner Zirbeldrüse, deines dritten Auges, was gerade enorm wichtig ist, um deine Realität zu erweitern, um hinter die Kulissen zu blicken. Und du kannst testen, wie gut deine Intuition im Alltag funktioniert. Also trag dich hier ein, dann sind wir auch immer verbunden. Die Abgeschlagenheit, die Müdigkeit hat verschiedene Gründe. Der erste Grund, was ist? Du bist müde vom Leben. Du bist müde von deiner derzeitigen Realität, von deinem derzeitigen Feld. Du bist müde davon, was du tust. Warum? Weil du nicht wirklich deiner eigenen Vision in deinem Leben folgst, sie in dieses Leben kreierst und sie umsetzt. Und das ist eines der Hauptgründe, warum das Universum dich müde macht, warum deine Zellen müde sind, weil du sie nicht mit deiner wirklichen Lebensenergie, ja, mit deiner Vision füllst. Lebensenergie bedeutet Vision und ich möchte dazu ein mich immer wieder berührendes Beispiel nennen. Und zwar eine sehr gute Bekannte, ein sehr tolles Medium, hatte in einer Station gearbeitet, wo Menschen sozusagen austherapiert waren. Und sie ging zu diesen Menschen und hat den Menschen ihre Potenziale gelesen, also ihre Potenziale, was sie hier mitgebracht haben auf diese Erde. Und was passiert ist in diesen trüben Augen der Menschen, ist wieder ein Leuchten gekommen. Und einige dieser austherapierten Menschen haben plötzlich so eine Lebensenergie wieder bekommen, weil sie durch ihre Potenziale ihre Vision wiedergefunden haben, dass plötzlich Medikamente, Therapien angeschlagen haben und sie gesund geworden sind. Manche von denen sind aber mit den Glitzern in den Augen dann friedlich von dieser Welt gegangen, aber nicht mit trüben Augen, sondern mit ihren Glitzern, was sie eigentlich für Großes in dieser Welt mitgebracht haben. So viel dazu. Was ich damit sagen möchte, wenn du deine Potenziale nicht erkennst, wenn du deine Lebensaufgabe nicht erkennst und ihr immer wieder aus dem Weg gehst, oder wenn du sie weißt und ganz bewusst aber sagst, ich kann da nicht ausbrechen, ich kann nicht meinen Job kündigen, ich kann nicht irgendwie was anderes machen, dann werden deine Zellen müde. Und dein ganzes System fährt hinunter, weil diese Lebensvision nicht gelebt wird oder nicht erkannt wird. Das heißt, deine erste Aufgabe, wenn du dich immer abgeschlagen fühlst, ist zu erkennen, was sind deine Potenziale, zu fühlen, warum bin ich hier, was ist so meine Lebensaufgabe, was hält mich vielleicht davon auch ab, meine Lebensaufgabe, meine Visionen hier zu erfahren in dieser Welt. Ich habe dazu einen ganz tollen Online-Kurs gemacht, Spirit Mission heißt der, erkenne und lebe deine Lebensaufgabe, wo ich so tolles Feedback schon bekommen habe. Nähere Infos findest du auch hier drunter. Also das ist eines der Möglichkeiten. Erkenne,
Wo sind deine Potenziale? Was macht dir Freude? Was erfüllt deine Seele? Und dann setze das um. Es heißt nicht sofort, deinen Job zu kündigen. Ja, du musst nicht von einem Tag auf den anderen deinen Job kündigen. Aber diese Potenziale zu integrieren in dein Leben und dann stückchenweise in diese Welt zu bringen. Der zweite Punkt, warum ganz viele Menschen müde sind. Es ist gerade so, dass wir in der Nacht ganz viele Prozesse durchlaufen. Es ist eine enorme Energie hier gerade auf dieser Erde. Das heißt, es ist einerseits eine sehr negative, trübe Energie, ja, durch die äußeren Faktoren, aber es ist auf der anderen Seite, schwingt die Erde und das ganze System immer, 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 immer höher. Das heißt, was passiert, weil viele Menschen sich tagsüber die Zeit für Meditation, für Stille, für Bewusstseinsentwicklung nicht nehmen, machen sie diese Prozesse vor allem in der Nacht durch. Manchmal kannst du dich vielleicht dran erinnern an irgendwelche crazy Träume. Vielleicht träumst du auch gerade sehr intensiv. Manchmal kannst du dich aber gar nicht erinnern. Aber sei dir bewusst, dass du gerade in der Nacht ganz viel verarbeitest, ja, dass du ganz viele Dinge auch, dass deine Organe arbeiten, dass dein ganzes System sich erhöht und deshalb eben nicht so zur Ruhe kommt. Du vielleicht deshalb unbewusst oder bewusst nicht so in den Schlaf findest. Vielleicht wachst du auch immer öfter auf in der Nacht. Es ist einfach so, dass da alles ruhig ist. Ich habe dazu ein anderes Video gemacht, warum du immer zwischen 3 bis 5 Uhr morgens aufwachst. Ja, wenn du das so ist, schau dir unbedingt das andere Video an von mir. Aber vielleicht ist es eben so, dass du auch immer wieder auch so unruhig, immer wieder aufwachst. Es ist, weil sich dein ganzes System, auch körperlich, Organe, alles umstellt auf dieses höhere, neue Bewusstsein, wo wir jetzt gerade auf unserer Erde hingehen. Und was du dahingehend tun kannst, ist, dir tagsüber immer wieder Momente zu nehmen für Meditation, für Bewusstseinsarbeit, für Visualisierung, ganz bewusst dich mit deinen Organen zu beschäftigen, mit deinem Schwingungsfeld zu beschäftigen, ja. Also all diese Dinge einfach auch dir die Zeit tagsüber zu nehmen. Umso besser schläfst du auch nachts, umso besser bist du dann auch ausgeruht tagsüber. Und du wirst merken, dass dir auch manchmal, wir tendieren dazu, wenn wir irgendwie abgeschlagen, müde sind, ach, einfach Video an oder irgendwas auf YouTube zu gucken oder, keine Ahnung, Fernseher an oder irgendwas oder auch zu schlafen. Aber wenn du dir diese Arbeit machst und dann auch noch meditierst oder vielleicht in Bewusstseinsarbeit, eine Traumreise, geführte Meditation machst, wirst du merken, dass du danach viel wacher und munterer bist, viel mehr Energie zur Verfügung hast. Weil Meditation dient dazu, Energie zu aktivieren, um dann in den Schritt 1 kreativen Prozess deiner Potenziale zu gehen und zu kommen. Das heißt, Meditation unterstützt dich dadurch, dass du dann in eine Stufe des Bewusstseins kommst, Energie aufbringst durch dein ganzes System, durch das, was du bist, um dann letztendlich deine Potenziale, deine Kreativität nach außen zu bringen. So, der dritte Punkt, warum du vielleicht müde bist tagsüber, ist, weil du ein sehr empathischer Mensch bist und die Energien von allen Menschen aufsaugst, von den ganzen Situationen, die gerade im Außen sind. Weil empathische Menschen möchten die Welt retten, möchten überall alles fühlen und wahrnehmen, damit sie da helfen können. In dieser Zeit ist es ganz besonders wichtig, und das habe ich in einer meiner letzten Visionen ganz klar erfahren, gut auf dich zu achten, gut auf dich zu schauen, dir Gutes zu tun. Was so viel heißt, du darfst dich von all diesen Energien ganz bewusst trennen, abgrenzen. Du bist natürlich immer verbunden. Also Sache von, ich grenze mich ab, ja, funktioniert nicht. Umso stärker machst du das anderes. Aber deine Klarheit zu finden, ganz klar zu sagen dir selbst, ich bin jetzt bei mir, ich bin jetzt in meinem Raum, ich nehme jetzt auch meinen Raum ein,
es darf mir jetzt gut gehen. Ich erlaube es mir, auch wenn Krieg ist oder allen anderen Menschen es schlecht geht. Ich erlaube es mir, in meiner Kraft zu sein, in meiner Klarheit zu sein, in meiner Stärke zu sein. Und das ist auch ein Punkt, wo du ganz klar deinen Raum einnimmst, ja, wo du trotzdem in der Wahrnehmung bist, ja, auch im Fühlen, aber nicht im Mitleid. Ganz wichtiger Unterschied. Das heißt, du nimmst das Feld wahr, bist aber in deiner Kraft, erlaubst es dir, in deiner Kraft zu sein. Was dich dabei unterstützt, ist, dir Gutes zu tun. Wirklich, keine Ahnung, Badewanne zu nehmen, Self-Pleasuring, zu tanzen, zu malen, was auch immer. All das, was dir wirklich gut tut, wo du fühlst, Waldspaziergang, da geht es mir gut, ja, all diese Dinge, damit du in deinem Feld bist, damit du dich spürst. Und dann auch ganz klar zu sagen, okay, alle Energie, die nicht zu mir gehört, geht jetzt dorthin, wo sie hergekommen ist, und alle andere Energie, die zu mir gehört, kommt jetzt voll und ganz zu mir zurück. Ist auch wichtig, dass du solche Dinge tust, wenn du beim Blutabnehmen warst oder so, dass du einfach die Energie deines Blutes, deines Lebenssaftes auch zu dir wieder zurückziehst. Ja, es kann das Blut dort sein, aber alle Kraft darin ziehe ich wieder voll und ganz zu mir zurück. Ja, oder egal, wenn du auch bei der Menstruation, wenn das Blut in das Klo fließt oder in der Binde ist, whatever, die Kraft, die hole ich wieder zu mir zurück, und einfach das Materielle darf jetzt gehen, darf in die Welt, aber die Kraft hole ich zu mir zurück. Das ist wichtig, dein Feld in Klarheit zu kreieren. Abgrenzung funktioniert nicht, ja, dieses Thema von Abgrenzung, ich werde dazu auch nochmal ein Video machen. Du bist mit allem verbunden. Wenn du dich abgrenzt, machst du das andere automatisch stärker. Aber Abgrenzung ist gleich Klarheit. Deine Klarheit zu haben, dein Feld zu kreieren, dafür zu sorgen, dass es dir gut tut. Das ist dein Feld. Und das wird dich auch wieder mehr mit Lebensenergie versorgen, dass du dich spürst, ja, dass du dich wieder mehr fühlst und nicht alles aufsaugst. Denn du kannst der Welt am besten helfen, wenn es dir gut geht, wenn du in deiner Kraft bist, wenn du in deiner Mitte bist, wenn du in deiner Klarheit bist. Ja, deshalb sorge gerade gut für dich. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesen drei Punkten weiterhelfen, und du wirst merken, wenn du sie umsetzt, wirst du viel, viel mehr Kraft in deinem Leben sofort haben, wirst du nicht mehr so müde sein und nicht mehr so abgeschlagen sein. Und ein vierter Punkt natürlich, den möchte ich hier noch anwenden, ist natürlich deinem Körper Gutes zu tun. Dein Körper ist dein Tempel. Nimm Dinge zu dir, die dich mit Lebendigkeit füllen, ja, lebendige Nahrung, Gemüse, Obst, grüne Säfte, die Chlorophyll, die dieselben Eigenschaften haben wie dein Blut, die dein Blut mit Vitalität erfüllen, ja, also je mehr und bessere Sachen du zu dir nimmst, lebendige Nahrung zu dir nimmst, desto besser und größer ist auch dein Tempel. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Trag dich in meinen YouTube-Kanal ein. Trag dich vor allem in meinen Newsletter hier unten ein, damit wir immer verbunden sind und du Inspiration von mir bekommst, auch wenn irgendwie Zensur herrscht, dass wir einfach miteinander verbunden sind, ich dir Botschaften schicken kann. Und du bist einfach ein wundervoller Mensch. Danke, dass es dich gibt auf dieser Welt.